Klapp euch und willkommen hier zur nächsten Folge von FIFA Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und weiter geht's hier heute, ja, mit Versus Angriff, ne? Zuerst werden wir ein bisschen unser Team verbessern. Viel können wir nicht, weil wir nur 100.000 Münzen haben. Aber ich hoffe mal, ein paar Upgrades sind da möglich, um vielleicht die Gesamtbewertung 1 nach oben zu bringen auf 90. Schauen wir mal. So, Neuverpflichtung. Okay, jetzt haben wir hier Goldvertrag umtausch. Sehr cool. Was bekomme ich denn da jetzt? Das ist mein erstes Pack hier von dieser Serie quasi. Schauen wir mal rein. Was ist da jetzt drin? Ich habe keine Ahnung. Nelson Semedo. Ey, alter Kollege. Sehr schön. Nelson Semedo, 86er Bewertung. Kann man den verkaufen? Nelson Semedo. Schaue ich mal gleich nach, weil ich glaube, den brauchen wir nicht, ne? Haben wir noch Mobile hier Meister, bla bla bla. Hier nochmal zwei Trophäen. Sehr schön. Nelson Semedo kommt hier einfach aus dem Pack. Also das freut mich jetzt hier sowas von. Weil erstens brauchen wir ihn nicht. Das heißt, wir können ihn verkaufen. Und das heißt, wir haben mehr Münzen. Ja, wir haben Sergio Roberto. Also unsere Abwehr ist top. Wir könnten heute höchstens, ja, ZDM und rechtes Mittelfeld. Da muss auf jeden Fall, da müssen auf jeden Fall neue Spieler, ja. Das ist klar. So, Nelson Semedo. Semedo hat 86er Bewertung. Und kostet 30.000 Münzen. Ja. Verkaufe ich gerne. Verkaufe ich gerne hier den Nelson Semedo. Und Marcelo muss ich auch noch verkaufen, stimmt. So, stelle ich mal 25.000 ein und hier 30.000. Dann bieten wir ihn an. Dann können wir Marcelo... Ja, ich schaue Marcelo lieber nach. Nicht, dass ich ihn zu billig raufstelle. 82 hat er gehabt, ne? Marcelo, und jetzt geht das Telefon. Das gibt's ja gar nicht, Leute. Puh, so, Marcelo. Marcelo. 82, stellen wir mal hier ein. Locker, flockig, bam. Und dann schauen wir mal. Kostet hier 13.000 geboten, 12.000 Sofortkauf. Das heißt, ja, ich kann ihn für 12.000 verkaufen. Stelle ich 10.000 ein und 12 Sofortkauf. Bieten wir ihn an. Und die anderen Goldspieler, die wir hier auch noch haben, würde ich sagen, stellen wir auch einfach mal rauf. Ich probiere es einfach, sie zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie teuer die sind, deswegen stelle ich sie einfach mal alle für 2 und 4 rein. Da würde ich halt auch sehr zufrieden sein, wenn die so rausgehen würden. Und wenn nicht, dann behalte ich sie und löse sie irgendwann mal für irgendwas ein. Für die Pläne. Es gibt ja so viele Pläne hier. Kura, Zierreis und auch diesen Martins Pereira. So. Oh, guck mal, Dembélé, Transferspieler. Oder was ist das für ein Spieler? Nee, Transferspieler ist es nicht. Trendwende-Spieler. Okay, den, ja, den behalte ich mal. So. Wir suchen jetzt einen Spieler. Wir suchen einen ZDM. ZDM mit mindestens, sagen wir mal, 90, ne? Und Preis sollte maximal, ich mach mal 75.000. Da gibt's keine, okay. Müssen wir wohl mit dem Preis etwas nach oben gehen. 120.000. Gibt's auch keine. Okay, dann nehme ich mal rechtes Mittelfeld mit dazu. Gibt's auch keine. Das heißt, wir müssen mit der Bewertung runtergehen. 88. Da gibt's welche. Ramsey. Matic. Dann stelle ich mal 89er Bewertung ein. Ein Sionzi. Okay, wahrscheinlich nur ein Sionzi und Pereira. Hm. Ich glaube, ich nehme lieber Danilo Pereira hier von Porto. Ja, mache ich auch. Pereira nehme ich hier mit. Danilo. Können wir halt nur heute einen Spieler holen und unseren Mkhitaryan müssen wir dann das nächste Mal irgendwann verbessern. Dann stelle ich mal hier ein. Ich glaube, 90.000 war der, ne? Ungefähr. Hier, 90.000 Sofortkauf nehme ich gleich mit. Bam. Der nächste neue Spieler hier in unser Team. Und ich hoffe, die
Bewertung geht dadurch etwas höher. Na, schauen wir mal. Zack. Und 90er Bewertung. Sehr schön. Campiasso bleibt natürlich trotzdem im Team. Und als nächstes definitiv Mkhitaryan. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir da so machen. Genau, auf jeden Fall Versus Angriff habe ich ja gesagt, ne? Versus Angriff hier heute die ganze Zeit. Erstmal gab es ein bisschen was an Upgrades, beziehungsweise nur ein Spieler, Danilo Pereira. Und jetzt gibt es noch 3, 4, 5 Spiele Versus Angriff. Kommt drauf an, wie wir uns schlagen, wie viel Lust ich drauf habe, wenn wir die ersten 3 Spiele verlieren. Ich hoffe nicht, dass wir die ersten 3 Spiele verlieren, aber es kann natürlich sein, Leute. Es kann natürlich vorkommen. Ja, und mal schauen, was er für eine Teambewertung hat, was er für eine Mannschaft hat. Schauen wir einfach mal rein. Das ist unsere Mannschaft. Und er hat auch eine 90er. Er hat Kagawa von 2011 mit 94er Bewertung. Oh, oh, oh. Also auf Augenhöhe das Duell hier. Auf Augenhöhe. Das heißt, wir müssen nur die Chancen reinmachen. Wir müssen nur die Chancen reinmachen und dann kann das hier auf jeden Fall was werden. Jawohl. Hazard. Jawohl. 1-0. Schöner Spielzug hier. Den gleich mal hier oben hin. Leute, ich mache es in letzter Zeit so, dass ich die Pässe so spiele, dass ich aufs Touchpad quasi auf den Bildschirm tippe. Ich glaube, so komme ich noch besser klar. Runter, Mkhitaryan. Nein! Wie kann Mkhitaryan den nicht machen? 2-2. Ey, Mkhitaryan, ohne Spaß, ne? Den musst du machen. Das war zu überhastet. 2-3 der Gegner führt. Mann, 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 ey. Ja, 3-3. Der war wichtig, dieser Schuss. Hier ist unser neuer Mann. Jetzt rüber auf Hazard und den macht er. 4-3. Komm nach oben, Hazard. Mach ihn, Minjung. Mach ihn. 5-3. Wir führen wieder. Leute, das macht einfach sowas von Bock hier. Dieses Versus-Angriff. KK, komm auch nochmal aus der Distanz. Kagawa trifft. Nein. Jungs, reißt euch zusammen. Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan, 6-4, das war wichtig, 6-5. Oh mein Gott. Benzema aus der Distanz und er geht rüber. 6-5 habe ich gewonnen oder trifft er nochmal? Das ist die Frage, das ist hier die Frage. Bitte, 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 bitte. Jawohl, Skill gewonnen. 6-5, das erste Versus-Angriffsspiel. Können wir uns für uns hier entscheiden. Richtig nice. Wir bekommen natürlich wieder einen Siegdauken, um KK zu verbessern. Muss ich auch mal gleich schauen, wie es da aussieht. Und hier, diese Pläne müssen wir uns auch noch mal anschauen. Vielleicht können wir uns da schon einen Spieler abholen. Ich weiß es nicht. Bonucci oder so. Können wir vielleicht mal überlegen. Auf jeden Fall gehen wir rein in die zweite Partie, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass wir heute wieder die 250 Däumchen schaffen, oder? Leute, euer Feedback unter den FIFA Mobile Folgen ist eh immer überragend. Also, denk mal, das sollte überhaupt kein Problem sein für die Packs Army, oder? Er hat eine 89er Bewertung, sogar mit dem Eis Gomez. 92er Mario Gomez. Das heißt, wir haben die etwas besseren Chancen als der Gegner, aber eine Bewertung höher ist jetzt nicht so optimal. Also man hat nicht so viel bessere Chancen. Komm, Flanke hier hin auf Hazard. Und den macht er direkt rein. Boom. Was für ein Tor. Komm, nochmal hier hinten. Hazard mit dem Kopf. Mkhitaryan. Und der ist, glaube ich, vorbeigegangen, ne? Ey, man kann sich einfach so viel besser nach vorne kombinieren, wenn man aufs Touchpad klickt. Hier runter. Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Es sieht wunderbar aus, Leute, wie wir gerade spielen. Es sieht wirklich wunderbar aus, wie wir hier gerade spielen. Grifo, 4-0. 4-0, das könnte unser höchster Sieg werden hier. Das könnte unser höchster Sieg werden, wenn der mal reingehen würde. Hey, Schiri? Jawohl, Elfmeter. Nein, der geht vorbei, glaube ich.
Nein, er geht rein. 5-1 KK, sehr schön. 30 Sekunden haben wir noch, um vielleicht einen zweistelligen Sieg hier rauszuhauen an die Latte. Und wenn der reingeht, dann wäre es vielleicht möglich gewesen. 5-2 immer noch. Eden Hazard, Eden Hazard. 6-2. 4 Tore in 10 Sekunden ist nicht möglich. Ja, okay, 7-2. Aber immerhin ein schöner hoher Sieg hier. Das ist ja auch gut. 7-2. Der Gegner kann nicht mehr gewinnen. Sehr schön. Auch das zweite Versus-Angriffsspiel können wir uns hier für uns entscheiden und nehmen den zweiten Sieg mit hier am heutigen Tage. Richtig nice. 7-3 am Ende noch geworden. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal schauen, wie es aussieht mit KK, mit der KK-Verbesserung und hier mit Bonucci, mit diesem Transferwert-Token. Schauen wir mal ganz kurz. Pläne. Steigerung, KK. Können wir den schon holen? Ja, wir können uns schon den 93er KK holen. Wir können uns schon den 93er KK holen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Aber erstmal will ich jetzt hier... Wo sind denn die Spieler? Hier, ne? Hier, so. Sigurdsson. Dafür bräuchten wir den 89er. Alles klar. Und für Bonucci brauchen wir den 88er Bonucci. Und einen AC Mailand. Training, hier so ein Token. Aber wir haben doch schon Chelsea, ne? Für Morata war es doch, ne? Für Alvaro Morata. Dafür bräuchten wir den 90er. Und noch eine Chelsea Vertragstauken, Marke, wie auch immer. Ja, okay, das bringt uns eigentlich gar nichts. Oh, irgendwas wurde verkauft. Schauen wir gleich mal nach hier. Markt. Verkaufen. Nicht verkaufen, müssen wir hier oben... Ne, meine Angebote. Upsala. Fail. Meine Angebote hier. Meine Angebote in die Mitte. Der Herr... Semedo wurde verkauft. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar Münzen mehr. Wenn das alles rausgeht, könnten wir uns vielleicht in der nächsten Folge einen rechten Mittelfeller holen. Auf jeden Fall geht es weiter natürlich mit Versus Angriff. Ist ja klar. Ist ja klar. Der Gegner hat einfach unsere Aufstellung gekontert und jetzt haben wir eine 88er Bewertung. Weil wir im 4-4-2 spielen müssen. So, ein Lümmel. Und er hat wahrscheinlich eine 92er. Ich rieche es. Ist unsere Mannschaft. Oh, eine 89er. Also ist der Sieg hier auf jeden Fall noch drin. Wir hätten eine Bewertung besser gehabt als der Gegner. Hätte er uns nicht gekontert. Aber schauen wir einfach mal. Ja, komm, gib mir die nächste Chance, bitte. Dankeschön. Nein, schade. Hätte er den gleich reingemacht hier. Benzema erneut und wieder hat da nicht viel gefehlt. Da ganz oben, Grifo. Kann man mal machen. Den kann man mal machen, Herr Grifo. Und Mkhitaryan, den kann man auch mal machen. Ne? Ich habe so viele Chancen hier. Abseits, oder? Ja, ach Mist, ey. Hazard. Hazard an die Latte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt aber. Wo köpft er denn hin? Der muss rein, aber ohne Spaß. Der muss sowas von rein. Ja, 1-0. Ich wundere mich, dass der... Ja, okay. Ich wundere mich, dass der Gegner nicht trifft, wollte ich sagen. Und jetzt, zack. 2-1. 2-2. So schnell kann es gehen. Ich wollte nicht schießen. Grifo, komm, bitte mach ihn. Vincenzo, Grifo und Ruffier ist dran. Die Ecke muss rein. Die ist zu weit. Nein, Mann. Nein. Es steht 2-3. Es steht 2-3. Wir verlieren hier nochmal das letzte Spiel, Leute. Es wäre so schön gewesen, 3 Spiele hintereinander gewonnen, aber nein. Das war's. Das war's. Ich würde sagen, wir beenden auch hier die heutige Folge an dieser Stelle. Wenn sie euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da.
Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die letzte FIFA Mobile Folge und auch die FIFA Mobile Playlist. Haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.